Wieso treffe ich denn die Person nicht? Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal Freunde. Heute gibt es ein neues Video, und zwar sind wir in Murder Mystery. Und ihr seht ja hier, guck mal, es sieht schon richtig, richtig gruselig aus. Ich frage mich, warum ich eigentlich nicht Murder Mystery zu Halloween gespielt habe. Weil höchstwahrscheinlich ist das hier so das Halloween-Update, würde ich mal behaupten, einfach jetzt mal. Ey, wisst ihr, was cool ist? Ich höre gerade im Hintergrund, obwohl ich hier bin, die Schussgeräusche. Obwohl ich nicht spectate gerade, das heißt... Hey, wie cool. Das heißt, ich meine, es läuft ja sowieso hier quasi im Gebäude statt, aber es ist ja richtig cool. Wir gehen mal jetzt spectaten und jetzt sehen wir quasi, was für ein Duell die beiden haben. Es ist 1 gegen 1. Es ist 1 gegen 1, krass. Boah, das ist jetzt heftig. Komm, wir gucken uns das jetzt an. Wir gucken uns das jetzt an. Uiuiui. Imposter gegen den Sheriff. Wer von beiden wird gewinnen? Ich meine, ich habe jetzt selber noch nicht angefangen zu spielen, aber ja. Ich habe mir bei Murder Mystery gedacht, ich spiele das mal wieder, weil ich muss auch hier einigermaßen gut sein oder ich will einigermaßen gut sein. Weil Daniel und Khan spielen das ja häufig und da bin ich immer richtig schlecht. Uiuiui, uiuiui. Hä? Aber wieso? Was macht denn der Imposter? Der Imposter muss doch die Person erwischen, sonst verliert sie. Oh. Das war knapp. Oh, der Sheriff hat gewonnen. Stark. So, lass uns mal gucken, können wir uns irgendwas im Shop holen? Wahrscheinlich nicht. Oder 1000 Münzen. Ich habe 700. Oder 100. Ah, okay, oder einen Schlüssel. Habe ich einen Schlüssel? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich kein Schlüssel. Aber ich habe ja schon von Kang ganz, ganz viele coole Sachen bekommen. Sicht, wollte ich schon sagen, Sachen bekommen. Das ist doch cool. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin Sheriff. Oh, ich bin der Sheriff. Ich bin der Sheriff. Die Person hinter mir, die ist so sass rumgelaufen. Ja, das ist der Imposter. Treffe ich denn die Person nicht? Hä, wieso treffe ich denn die Person nicht? Sie habt ja das gesehen, wie schlecht das von mir gerade war. Ja klar, aber wieso habe ich die Person nicht einmal getroffen? Hä, das ist ja echt schwierig auf dem PC, muss man sagen. Als Sheriff. Oh nein, das macht die Spawn Trap, oder? Es war richtig schlecht von mir. Ich weiß, Freunde, es war richtig, richtig schlecht. Ich muss auch über die erste Runde kommen. Aber warum treffe ich dann die Person nicht? Das ist ja richtig schwierig, ey. Vor allem, das dauert ja auch mit dem Schießen. Ach, die Person hat sich einfach hier im LKW versteckt, sich gerade, lol. Aber schaut euch mal an, Freunde. Die Person kennt jeden Weg. Also, ich beobachte sie schon ein bisschen. Guck mal, die Person kennt jede Gasse und jeden Weg. Mann. Oh. Und die Crewmates haben gewonnen. Krass. Aber ja, der Imposter hat mich halt erwischt. Das war jetzt ein bisschen schade. Aber ich habe mich auch echt blöd angestellt, muss ich sagen. Das war jetzt richtig, richtig schlecht von mir. Muss ich einfach ehrlich zugeben. Aber warum ist das so schwierig geworden? Also als Sheriff jemanden zu erwischen? Weil das war ja richtig schwierig. Ich bin ja gelaufen, habe geschossen. Und der Schuss kam aber 2-3 Sekunden verzögert. Also wirklich 2-3 Sekunden. Wir zählen mal gleich, wenn ich überhaupt Sheriff dann bin. Unschuldig, oh. Tendenziell könnte man sich ja nicht gut verstecken irgendwo. Lass mich mal kurz gucken, ist es wieder dieselbe Person? Ah, guck mal, seht ihr das? Guck mal, seht ihr, da ist wieder die Person? Oh.
Imposters hier. Das heißt, wir gehen mal ganz schnell nach oben und schauen, ob vielleicht da das Sheriff-Item liegt. Ey, was war das denn? Habt ihr gerade den Wurf nach oben gesehen? Nein, oder? Wieso kommt er denn zu mir? Da. Nein, nee, ganz unten ist der Imposter, okay. Ja, guck mal, der Imposter wollte mich von da treffen. Das ist doch richtig heftig, okay. Guck mal, der Imposter will gar nicht hochkommen. Aber ich sehe halt Sheriff-Item nicht, das heißt, das bringt mir ja nichts. Ui. Das heißt... Okay. Auf keinen Fall nach unten. Weißt du was? Ich gehe sogar extra nach oben. Dann hat er sogar noch einen längeren Weg als ich. Och. Ernsthaft? Spawn Trapping? Ernsthaft? Ernsthaft? Ganz ehrlich, ich gönne der Person den Win nicht. Also ich hoffe, ach, man kann mit dem Aufzug hochfahren. Hab ich, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das sind auch Sachen, die wusste ich zum Beispiel auch nicht. Guck mal. Ich dachte, man kann nur mit der Treppe hoch. Ganz ehrlich, jetzt hoffe ich wirklich, dass sie gewinnt, weil... Das war jetzt hochgradig gemein. Aber wo ist denn der Sheriff? Das verstehe ich nicht. Wo ist der Sheriff? Ich habe nicht einmal das Item gesehen vom Sheriff. Das war richtig unfair. Ich meine, die Person hat Murder Mystery im Namen. MM2. Versteht ihr, Freunde? Das ist schon krass. Oh, wir haben gewonnen schon wieder. Das heißt, wir haben gewonnen. Die einzelne Person hat gewonnen. Aber ich habe viele XP dazu bekommen. Ich habe 2 Minuten 27 überlegt. Das war doch ganz gut, oder nicht? So, entschuldige. Ach. Okay, hier draußen zu sein ist auf jeden Fall Quatsch. Das weiß ich. Ich kenne halt die ganzen Maps nicht auswendig. So, guck mal, hier stehen schon mal ganz, ganz viele. Das heißt, wenn man hier, vielleicht ist der Sheriff ja irgendwo hier. Guck mal, da vorne, ich wusste es doch. Okay, nee, oh. Problem ist, ich weiß halt nicht, wo wir hinlaufen, ne? Guck dir mal diesen. Ist das dein Ernst? Hä? Was hat er denn bitte für eine Reichweite? Aber Freunde, aber guck mal, das ist auch richtig, richtig gemein, ne? Aber was hat er für eine Reichweite? Habt ihr das gerade gesehen? Ich war doch hinter der Wand. Wie konnte er mich erstens hinter der Wand sehen? Habe ich vielleicht irgendwie rausgeguckt? Aber nee, eigentlich nicht. Und zweitens, hat er für eine Reichweite? Ich war doch schon lange weg. Guck's dir mal an. Also das ist ja Next Level Spawn Trapping, ne? Hä, woher weiß er, wo alle sind? Guck mal. Lol, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Eigentlich, ja, das ist so eklig, ne, dieses Spawn-Trapping. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht er wieder zurück, ich glaub's nicht, ne. Guck mal, er denkt, er ist klug und, ja, guck mal. Das ist wirklich Next Level. Also, Freunde, macht das nicht, das ist richtig dreckig. Generell macht das im Spiel nicht. Campt nicht, oder... Ja, in dem Fall ist es ja Spawn-Trapping quasi, weil er wartet ja, wo die... Nicht Spawn-Trapping, aber er campt halt extrem. Spawn-Trapping wäre was anderes, aber schaut mal hier. Ach, jetzt liegt er seine Waffe weg, oder wie? Ja.
Alejandro hat die Waffe oder das Item. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich schlägt. Eigentlich muss er auch nur auf Zeit spielen. Also das ist... Oh, ist der, jetzt hat er diese Position. Das ist doch eigentlich ganz gut. Jetzt kann er quasi in beide Richtungen gucken. Ja, genau. Bleib bei der Tür. Ja, jetzt läuft er weg, oder wie? Genau, bleib bei der Tür und... Nein. Wie konnte er das denn verfehlen? Schaut mal hier, er braucht nur zu springen und dann wird er schlecht erwischt. Guck mal hier. Aber die Person weiß doch schon, dass sie als Imposter jagen muss. Schau mal, jetzt jagt er oder was? Oh nein. Tu es. Achso, die Runde ist vorbei. Ah, und ich wundere mich, warum er da nichts mehr tut. Aber krass, ja, aber ganz ehrlich, verdient. Verdient, weil was sollte das? Dieses Camp, ne? Das macht doch gar keinen Sinn. So, jetzt bin ich mal gespannt. Farms. Überlebender? Ach, das ist der Zombie-Modus. Ja, das war nicht so clever. Das ist dieser Bonus, das ist diese Bonusrunde. Wow, ich bin Zombie. Hä, wie kann ich denn? Ach so. Und ich wundere mich, warum ich den nicht erwischen kann. So, erwischt. Guck mal, hier ist keiner. Hier vorne ist auch keiner. Holt sie euch. Ich sag mal, so lange mal ein bisschen ein paar Candys sein. Ich meine, muss ja auch sein, ne? Ah, wir haben gewonnen. Okay, das war jetzt der Bonusrunde quasi. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte richtige Runde, aber die Runde hat mir gefallen, weil immerhin haben wir gewonnen. Okay, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Das ist jetzt die letzte Runde. Ach, guck mal, wer wieder, direkt wieder rauskommt, ne? Das macht mir noch Angst, wenn der jetzt hinter mir ist. Komme ich mal weg von dem. Der kommt auch wieder hinterher. Ja, ich wusste es, ne? Ich wusste es, ne? Woher wusste ich es nur? Hä, wieso ist die Reichweite so hoch, Freunde? Das macht doch gar keinen Sinn. Also ganz ehrlich, erstens, dass ich auch so viel Pech habe. Und dann sage ich, guck mal, hä, warum trifft er denn alles? Okay, das hat er jetzt nicht getroffen, aber... Mir wurde auch gesagt, dass es auf dem Handy viel, viel einfacher ist oder auf dem Tablet als auf dem PC, weil du irgendwie, ich glaube, die Menschen einfacher treffen kannst und ja, vielleicht ist es dann das. Guck mal, schau mal was. Also diese Distanz ist ja ein Witz. Oh, aber wir haben gewonnen. Ja, Freunde, wird euch mal diese Runde Murder Mystery gefallen? Also ich muss definitiv noch besser werden, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich erst aufgestanden bin und das so quasi, ich verstehe die Freunde, ich brauche eine Ausrede. Nein, Spaß, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, soll ich das öfter spielen? Falls ja, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.